Hey Leute, Domination-Tipps. Ich melde mich zurück in meinem Weltkriegsangriff und ich bin gerade eben erst angekommen. Ich habe leider Verbindungsprobleme, wie ihr seht. Ich möchte meinen Angriff nicht machen, bevor ich nicht weiß, ob die Verbindungsprobleme behoben sind. Darum mähe ich hier kurz noch ein paar Bäume. Ich sehe auch, ich wurde angegriffen. Irgendwie, ich habe noch nichts in meiner Basis angeklickt. Ich hole jetzt hier erstmal den ganzen Müll ab. Uni-Forschung ist auch fertig geworden. Yo, warum habe ich denn nur 2 Bewohner frei? Meine Luftabwehr ist fertig geworden, meine letzte. Irgendwo fehlen mir jetzt gerade 4 Bewohner. Ach, die sind in den Bäumen, ich Troll. So, also ich habe auf jeden Fall Verbindungsprobleme. Keine Ahnung warum. Ich werde dann gleich so lange skippen, bis dass ich eine stabile Verbindung habe. Ich ernte hier kurz noch alles, wie gesagt. Und dann schauen wir auch schon direkt rein. Ich habe keine Ahnung, wie es im Weltkrieg steht. Ich habe heute Morgen nur ein kurzes Let's Farm Video aufgenommen. Und ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich hatte jetzt natürlich zwischendurch schlechteres Internet in der Stadt. Aber es hat den ganzen Tag abgeloadet. Da, Napoleon Level 19, sehr schön. Den ganzen Tag lädt das Video hoch und es hat jetzt erst 45% geschafft. Das geht mir extrem auf die Nüsse. Ich denke mal, jetzt gleich kackt das Spiel hier schon wieder ab. Und ja, dann sind auch wieder die ganzen Handelsgüter, die ich gerade gefarmt habe, weg. Wenn ich eine stabile Verbindung finden sollte, filme ich gleich mal weiter, nehme ich gleich weiter auf und dann schauen wir zusammen in den Weltkrieg rein. Ich lasse mich auch überraschen. So, da bin ich wieder. Ich habe meinem Router jetzt einen Frontkick in die Fresse gegeben. Der scheint sich beruhigt zu haben. Das Loading-Symbol ist weg und ich scheine stabilere Verbindung zu haben. Ich habe jetzt erstmal, weil mein Plan ist, habe ich ja glaube ich schon mal erläutert, ich möchte hier bei Leonardo die Artillerie erforschen. Kostet aber 5 Leute und das passt einfach nicht in meinen Upgrade-Plan. Also habe ich gesagt, anstatt ein weiteres Vierergebäude abzugraden, ich habe nämlich meine letzte Flugabwehr hochgemodelt, anstatt dass ich noch ein Vierergebäude mache, mache ich jetzt ein Dreiergebäude. Sprich, ich werde jetzt noch einen Turm gleich irgendwie, fehlen ja nur noch 3, irgendwas Millionen, 2,6 Millionen. Dann werde ich den Turm kurz noch farmen, dann hier den Turm zum Beispiel anstecken. Dann habe ich 3 Bewohner frei, 2 habe ich dann jetzt schon in eine Karawane gesteckt und wenn dann die nächsten 4 hier aus der Uni frei werden, habe ich dann perfekt genug Leute, um 5 Stück in die Dingsforschung zu stecken. Wie heißt sie jetzt? Die Artillerieforschung. Ja, und dann werden wir mal sehen. Ich schaue mal in den Weltkrieg rein, weil ich da selbst noch nicht reingeschaut habe. Vielleicht kann es dann sogar sein, dass dieses Video hier früher hochgeladen wird als das Let's Farm Video, obwohl ich das Let's Farm Video heute Morgen um 10 Uhr aufgenommen habe und das Weltkriegsvideo jetzt heute Abend um 17 Uhr. Also ich sehe schon einige Sterne. Die feindliche 4, deren stärkster Spieler, hat unsere 4 und unsere 8 gemacht. Ah, das ist ja mal heftig, Alter. Er hat gerade mal 10% geschafft und 14%. Heißt, er hat alles gesetzt, was er hatte und dann sofort voll Karacho ins Stadtzentrum reingeballert. Wie so ein Amok-LKW, der dann ins Stadtzentrum reinfährt. Heftige Sache, Mann. Also ich glaube, wir können die Gegner schon wieder abschreiben. Ich kann schon wieder Beute freigeben. Feindliche 10 hat unsere 14 gemacht. Und schaut mal, wie wenig Prozente die alle nur haben. Da hat fast keiner mehr die Hälfte. Die sind alle weit drunter sogar. 33%, 35%. Das ist krass. Bei uns hat bis jetzt nur Seratul angegriffen, Hadis und André. Ansonsten noch keiner aus den Top 10. Jo, sorry, ich habe das Video angehalten. Ich wollte hier draufklicken. Mein Gegner wird dann, denke ich mal, wieder derselbe sein. Irks. Da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Hat keine Koalitionen an. Ja, der Boy hier ist wieder derselbe, den ich letzten Weltkrieg auch schon angegriffen habe. Und aus Erfahrung kann ich sagen, ich habe nirgendwo Fallen gesehen. Also vermute ich alle seine Fallen direkt hier zentral vor. Das war auch initiativ, also meine erste Reaktion. Da wollte ich auch starten. Aber das wäre natürlich schön, da wollte er auch genau, dass ich starte. Ich weiß, hier liegen nirgendwo Fallen. Heißt, ich bin letztes Mal hier vorne reingegangen. Ich denke mal, ich werde jetzt etwas mehr seitlich reingehen. Sabotagepunkte werden wieder genau dieselben sein. Sprich, hier vorne einmal eine Sabotage hinklatschen, dass ich Burg, Mörser, Burg und Stadtzentrum zusammen habe und dann hier noch eine Sabotage. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze läuft. Welchen General nehme ich denn mit? Mal schauen. Im Moment, also ich hatte meine Generäle alle so immer, das wisst ihr vielleicht, wenn ihr meine Videos öfter schaut, in Upgrade-Reihenfolge. Immer Napoleon, MacArthur, Napoleon, MacArthur. Ihr seht schon, Level 19, Level 18. Jetzt bin ich aber gerade stecken geblieben. Ich habe heute Morgen im Let's Farm das teure Büchereikapitel 6 Tage und 90.000 Öl, eins meiner letzten Kapitel. Hallo. Angeschmissen. Und zwar seht ihr hier, ich habe alles fertig. So gut wie alles fertig in der Bücherei. Hier fehlt mir halt noch ein Kapitel Führung für Generalangriff gegen andere Generäle. Ist jetzt nicht meine Hauptpriorität, gerade weil es 72.000 oder 62.000 Öl kostet und man dafür so mickrig wenig bekommt. Ist nicht meine Hauptpriorität, aber das hier wollte ich auf jeden Fall erforschen. Gatling Gun Gesundheit. Dann fehlen mir nämlich nur noch die Verhandlungen und es kostet Geld, also absolut kein Problem. Und hier Nationalismus werde ich nicht erforschen. Das ist eine absolute Dreistheit in meinen Augen. 90.000 Öl muss man hier ausgeben, dass deine blöden Bunker plus 10% HP bekommen. Rechnen wir das mal durch.
die alten Wurstköpfe, die haben 3410 HP. Bedeutet, man bekommt haargenau zweimal 341 HP dazu. Bedeutet, ich bezahle im Umkehrschluss für 682 HP 90.000 Öl. Größte Frechheit ever. Also werde ich definitiv nicht machen. Das ist eine Universitätsforschung, die ich einfach boykottiere. So, aber genug rumgeflamed. Ich bilde hier mal einen General aus. Ich könnte sogar eigentlich mein dynamisches Duo ausbilden, dass ich beide ausbilde. Komm, machen wir mal. Kostet jetzt natürlich über 1000 Öl. Das hat mir eine Schelle gegeben. Gut, passt aber. Vom Event habe ich, glaube ich, noch einen Panzer gespendet, okay? Also irgendeinen Müll habe ich gespendet bekommen. Aber es geht ja auch nur ums Event. Hauptsache, alle bei uns aus der Allianz schaffen das. Darum spendet mir ruhig, was ihr wollt während des Events. Das habe ich auch reingeschrieben. Habe ich jetzt halt ein paar Panzer dabei. Und dann schauen wir direkt mal bei der 3. Hallo? Ach krass, der Rote Baron wird hier oben angezeigt. Das ist ja lustig. Dann ist der Rote Baron gar keine Eventarmee oder ist das ein Fehler? Ich probiere es lieber nicht aus. Nachher ist er weg. Taktiken sind alle ausgebildet. Ich habe sogar diesmal eine Verrat-Taktik dabei, sehe ich. Dann muss ich meinen Spielstil so ein bisschen anpassen und dann klopfen wir bei der 3 mal an. Hallihallo 3. Da sind wir. Beute ist wieder hervorragend. Also er scheint einiges im Kommandoposten gelagert zu haben. Dann denke ich mal, ich werde anfangen mit meinen gespendeten Truppen, damit wenigstens irgendwas Richtung Mauern fährt. Dann werden die Mörser nämlich schon abgelenkt, weil die Mörser sind ziemlich brachial. So, ich nehme auf. Wunderbar. Hat nicht geklappt. Nochmal. Verarsch mich doch nicht. Oh, jetzt hat es auf einmal geklappt. Alter. Ey, jetzt habe ich sie sogar versammelt. Alter, bin ich ein Hänger. Das war der größte Fail, den ich jemals geleistet habe. Oh Mann. Ich kriege auch gerade wieder Verbindungsprobleme. Das ist nicht schön. Mann, komm schon. Weh, kackt mir jetzt ab. Blöder Angriff. So, der eine Mörser ist futsch. Oh oh. Da muss ich jetzt direkt sabotieren. Hin hier. Schutt. Stärke des Gladiators hat gesessen. Das hat auch soweit gesessen. Jetzt holen wir uns hier noch irgendwo einen schweren Panzer. Kommt da irgendwo einer? Ne, der Bunker hinten ist sabotiert. Also der Angriff ist ähnlich gut gelaufen wie mein Erstangriff hier auf den Gegner. Ja, läuft ähnlich gut. Auch trotz meinem übelsten Fail am Anfang. Ich weiß nicht, warum der Bunker hier nichts produziert. Der ist irgendwie taub. Jetzt habe ich meine Taktiken gar nicht alle verschwendet. Na gut, muss auch nicht sein. Dann lasse ich hier nochmal meine Truppen, meine Flugzeuge drüber fliegen. Hier liegen alle Fallen. Yo, was geht denn bei denen ab? Nicht da langfahren, wo die Fallen sind. Was macht ihr denn? Ey, fahrt doch jetzt nicht durch die Fallen durch. Jetzt muss ich euch sogar noch versammeln. Ihr Honky-Tonkies. Yo, jetzt fahren sie da vorne alle durch die Fallen, die Flammenpanzer. Egal, der Angriff ist durch. Ich postiere hier schon mal meine Grenzgänger. Meine kleinen Zombies. So, macht alle mal den Shit hier weg. Flugzeuge auch noch. Diesmal habe ich sogar noch weniger Truppen verloren als letztes Mal. Das müsst ihr euch mal reinziehen. So, komm, macht weg. So, das war ja heftig. Habe ich überhaupt was verloren? 3 Truppen und eine Kavallerie. Das ist ja mal geil. Das ist gut gelaufen. Ich bin froh, dass mein Spiel nicht abgeschmiert ist. Ich habe sogar noch den richtigen Gegner angegriffen. Also alles richtig gemacht. Ich kann direkt noch einen Multiplayer-Angriff machen. Werde ich wohl auch wahrnehmen. Dann versuche ich meine 4 Millionen zu farmen. Das nächste Häuschen? Nee, den nächsten Turm abzugraden. Den Napoleon deaktiviere ich mal. Ich mag es nicht, wenn der auf meiner Burg steht. Eigentlich ist es sinnlos. Meine stärksten Generäle habe ich nie in der Verteidigung. Aber will ich auch gar nicht. Ich brauche die nämlich für einen Weltkrieg. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben, empfiehlt euren Freunden, dass sie die Videos schauen sollen. Wir sehen uns bald wieder. Domination Tabs.